Die Runde hier wird sein: Finanzierung für Startups. Ist natürlich immer ein Thema, wenn man gründet, wo kriege ich jetzt das Geld her? Hier auf dem Podium ist vertreten eine Runde, die gerade sagt, also bloß nicht aus öffentlichen Händen. Also wir fragen gleich nochmal nach, ob es wirklich bloß nicht oder wenn doch, in welcher Form. Wir haben hier auf dem Podium vier Vertreter sitzen, die größtenteils fast alle selbst investieren und gleichzeitig auch dem lieben Geld hinterher gelaufen sind, wenn man es mal so ausdrücken mag. Deswegen haben wir also sowohl als auch jeweils beide Perspektiven in jeder Person vertreten und darüber hinaus auch noch weitere Perspektiven zu meiner Rechten sozusagen, genau, Entschuldigung, sitzt der Oliver Beste. Er ist sowohl als Vertreter hier von FoundersLink, was man als eine Art Inkubator-Modell verstehen kann, wo halt Startup-Teams zusammengestellt werden, um halt vielversprechende Ansätze umzusetzen. Gleichzeitig ist er als Gründer von MyToys natürlich auch Vertreter dafür, darüber zu berichten, wie man verschiedenste Finanzierungsrunden erlebt und gestaltet. Und gleichzeitig natürlich ist er auch Business Angel und engagiert sich sehr direkt in Startups. Daneben noch ist der Ron Hillmann, der als Online-Marketing-Guru vielleicht bezeichnet werden könnte, nachdem er jetzt also eigentlich im Vorruhestand ist, fast schon, wenn man so will, weil er sein Unternehmen ganz gut verkauft hat und auch schon seit vielen, vielen Jahren eben auch sich als Business Angel, aber meist eben in, wie nennt man das, in Portfolios, in Portfoliostrategien engagiert und da vor allem auch mit seinem umfangreichen Know-how den Gründern zur Verfügung steht. Und jetzt zu meiner Rechten, von Ihrer Sicht aus zu meiner Linken, der Jens-Uwe Sauer, den habe ich jetzt nochmal zusätzlich auf das Podium eingeladen, weil eigentlich auch schon vorher jemand vorgesehen war für dieses Podium mit der Perspektive des Crowdfundings. Crowdfunding also, wo verschiedenste Menschen, die sich vorher meistens gar nicht kennen, auf einmal über ein Internetportal zusammenschließen und Geld zur Verfügung stellen für ein Unternehmen. Falls ich es jetzt falsch erklärt habe, wird er es gleich nochmal richtig erklären. Und bringt natürlich, dadurch, dass sein Unternehmen SeedMed auch ein Startup ist, natürlich auch Erfahrung mit, was es bedeutet, Geld einzusammeln und was es natürlich auch wie es abläuft, wie man an Geld rankommt, auch in diesem stellvertretenden Sinne auf so einer Crowdfunding-Plattform. Und daneben haben wir noch den Alexander Puschkin von dem Unternehmen Direktzu, auch ein Internet-Software-Unternehmen, als Vertreter größtenteils als Startup hier das Geld eingesammelt hat, aber was halt eben selbst auch kleinere Finanzierungen bereits tätigt. Also Sie sehen, das Spektrum der vielfältigen Erfahrungen ist sehr groß und ich würde jeden Teilnehmer beginnend von Ron aus bitten, ein Statement mal zum Thema Finanzierung für Startups zu formulieren. Die Finanzierung der ersten Gründung sollte man seinem derzeitigen Arbeitgeber überlassen. Das heißt also, aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis heraus möglichst so sein persönliches Spin-off machen und mit allem, was dazugehört, ob das von der PC-Technik, der Hardware bis zur Motivation und sonst wo dazugehört, soll man sehen, dass man vielleicht aus dem Unternehmen heraus, wenn man noch jung ist, das hinzaubert. Das ist so ein bisschen, ich habe es oft erlebt und mir ist es ähnlich gegangen, weil öffentliche Finanzierung, das ist so ein, naja, ich meine, zur IBB, das ist ein ganz anderer Gang, aber irgendwo zu irgendwelchen Banken zu laufen und sowas, ist, glaube ich, nicht im Sinne des derzeitigen Entrepreneurships. Das ist so ein bisschen meine Meinung, die ich vertrete. Und für Finanzierung ist es immer ganz gut, ein gutes Netzwerk zu haben und den richtigen, schon erfolgreichen Unternehmer zu finden. Das ist so mein Grundansatz. Wenn man sich einen Fremdfinanzierer reinholt, also einen Risikokapitalgeber, dann reagiert er das Unternehmen mit. Und erwartet auch wirklich sehr schnell bestimmte Erfolge und Meilensteine. Das heißt, es macht sehr viel Sinn,
erstmal mit eigenem Geld oder wenig Geld oder Geld von Freunden und Familien, die nicht gleich so knallharte Anforderungen stellen und Regeln definieren, wo man dann sehr schnell sein Unternehmen tatsächlich auch komplett verliert an Geldgeber. Macht es wirklich Sinn, erstmal mit wenig Geld die Idee auszuprobieren und zu schauen, funktioniert das denn überhaupt? Und das kann man heute mit allen möglichen Techniken machen. Vorhin in einem anderen Workshop kam es kurz zur Sprache. Es gibt viele Leute, die eine Idee haben und die dann einfach ins Internet mit Suchmaschinenwerbung reinstellen, als gäbe es das komplette Unternehmen schon, und einfach mal schauen, wie viele Kunden sich melden und das dann bestellen, obwohl sie es noch gar nicht haben. Und dann sehen sie, ob die Idee funktionieren kann oder nicht. Das heißt, meine Empfehlung ist, wenn man sich Fremdkapital reinholt, möglichst vorher schon Erfahrung gesammelt und etwas ausprobiert haben und am besten erstmal freundliches Fremdkapital, also von den sogenannten Familienmitgliedern oder Freunden, die einem vertrauen und einem nicht gleich so einen knallharten Vertrag unterlegen, den man oft nicht durchschaut. Ja, die Gründer unterschreiben dann meistens etwas, wo sie erst 5 Jahre später feststellen, dass sie mit irgendwelchen Klauseln eigentlich das Unternehmen zur Hälfte weggegeben haben. Und wenn ihr einen Gründer habt, einen Investor habt, achtet immer sehr darauf, dass der tatsächlich auch mehr mitbringt als nur Geld, wenn möglich, also sich in eurem Gebiet irgendwo auskennt und durch sein Eigeninteresse, weil er Geld drin hat, dann auch richtig mithilft, Problemlösungen zu entwickeln, Kontakte zu empfehlen und Ähnliches. Mehr als nur Geld ist ein gutes Stichwort. Ich empfehle jedem Gründer, einen Blick auf Seedmatch zu werfen und bei Seedmatch anzuklopfen. Der Mehrwert, den man bekommt, wenn man mit der Crowd finanziert, ist, dass man nicht nur Kapital einsammelt, sondern auch eine Vielzahl von Unterstützern gewinnen kann. Personen wie Sie und ich, die ein Projekt gut finden und sich ab 250 Euro an der Innovation auf der Plattform beteiligen können. Das ist, glaube ich, der Mehrwert, den wir mit Seedmatch liefern können, im Gegensatz zu einem Business Angel, der einen guten Job macht, sich vielleicht mit Hands-on-Management beteiligt, sehr aktiv Management nah dran ist. Die Crowd kann so ein bisschen die Antenne nach außen sein und Multiplikator, um ein Projekt bekannt zu machen und vor allen Dingen schon in einer sehr frühen Phase für Rückenwind zu sorgen. Alexander Puschkin ist mein Name. Ich vertrete hier die Fraktion der Gründer, die mit Bootstrapping angefangen haben. Also ich hatte und mein Partner kein Geld am Anfang und ich hatte auch keine Ahnung, eher ein bisschen mehr. Und was wir geschafft haben ist, und da muss ich die öffentliche Hand erstmal loben, wir haben ein Exist-Programm bekommen, womit man 1 Jahr lang einen Businessplan schreiben kann und da durchfinanziert wird, zwar mit wenig Geld, aber es reicht. Es hat auch 1 Jahr gedauert, dass man das bekommen hat, aber das lohnt sich auf jeden Fall, bevor man überhaupt über Fremdkapital nachdenkt, also dass man sich umschaut und sich überlegt, wie kann ich Geld bekommen, was ich nicht zurückzahlen muss oder was ich nicht großartig verantworten muss, weil das gibt einem die Freiheit, am Anfang zu starten und frei zu sein, aber später bin ich ein Vertreter von Business Angel Money, weil da gibt es auch Unterschiede, aber letztendlich sind Business Angels die, die einen wirklich unterstützen mit Erfahrung und Geld. Und mit denen kann man auch die Verträge anders verhandeln als mit Venture Capital Unternehmen, die oftmals einem Knebelverträge aufsetzen, von denen man sowieso nichts versteht, vor allem am Anfang. Aber später, wenn man sie dann versteht, ist man letztendlich sogar schockiert, was man eigentlich unterschrieben hat. Wir haben es nicht getan, wir haben immer noch kein VC drin, obwohl wir 7-stellige Umsätze machen. Okay, jetzt haben wir gehört, dass wir hier auf der einen Seite vor allem 2 Business Angel zu sitzen haben. Ich würde euch mal bitten, darzustellen, wie konkret der Ablauf ist, wenn Startups auf euch zukommen, um eben nach einer Finanzierung zu fragen. Also wie weit müssen die sein? Auf welche Art werdet ihr oder wünscht ihr, angesprochen zu werden? Was müssen die beachten? Welche Fettnäpfchen gibt es da ganz klassischerweise? Wie läuft das ab?
Der sollte am besten auf Gründerszene oder deutsche Startups gehen und sich anschauen, wer dort alles als Business Angels gelistet ist und wer dort im letzten Jahr auch irgendwas investiert und finanziert hat. Und dann schauen, okay, welche Geschäftsmodelle, die dort finanziert worden sind von Business Angels, hängen irgendwo mit meinem zusammen, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Business Angel sich auch für mein Modell interessieren kann, vorausgesetzt, dass sein letztes Investment in diesem Gebiet nicht völlig gefloppt ist. Dann macht es Sinn, die wirklich anzurufen oder anzumailen und nicht allzu viel zu schicken, sondern wirklich erstmal nur einen kurzen Pitch. Denn worauf reagiert ein Business Angel? Ein Business Angel reagiert, wie ihr gerade bei Ron gesehen habt, auf ein tolles Team. Das heißt, wenn da irgendwo im Lebenslauf ein paar tolle Sachen drinstehen, egal ob das eine Universität oder ein toller Job vorher oder sowas ist, dann spricht das vielleicht dafür, dass jemand wirklich eben die Fähigkeit hat, auch sowas Neues auf die Beine zu stellen, also tolles Team. Vor allen Dingen aber eine in ganz wenigen Zeilen beschriebene tolle Geschäftsidee, Geschäftskonzept, der sogenannte Pitch. Ja, also wenn man so will, der Elevator-Pitch, den ihr in einer Aufzugsfahrt in 20 Sekunden liefern könnt. Die lesen nämlich nicht 15 Seiten oder 30 Seiten, die lesen erstmal nur in eurer E-Mail oder hören sich nur am Telefon so die 5 Sätze an, mit denen ihr den Kern beschreibt. Ihr müsst also, wenn ihr Geld wollt, vor allen Dingen Verkäufer sein. Hervorragende Verkäufer, die sozusagen die Geldscheine in den Augen der Business Angels wecken. Denn das ist meistens das Motiv. Das Motiv ist meistens nicht reine Nächstenliebe oder Begeisterung für die Förderung von jungen Unternehmern, sondern die wollen ihr Geld irgendwo anlegen, wo es mehr bringt, als wenn sie das jetzt auf die Bank bringen. So, und dann, wenn ihr dort nicht weiterkommt, dann macht es auch Sinn, Unternehmen, die schon laufen, die irgendwo in eurem Markt aktiv sind und finanziert wurden, anzurufen und zu sagen, hallo, ich bin auch ein Gründer, könnt ihr mir ein bisschen helfen? Ihr seid finanziert, wir sind keine Wettbewerber. Wen habt ihr denn so alles angefragt und gesprochen? Was habt ihr denn für Erfahrungen gesammelt? Und es ist fast immer so, wenn sich irgendwo ein Gründer meldet und ein bisschen Hilfe braucht, dann löst das häufig einen Reflex unter anderen Gründern aus, sich auch gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Ja? Also nicht scheu sein, aber keine großen langen Papiere verschicken, alles sehr gut auf den Punkt bringen und immer wieder neu einen Anlauf machen und versuchen, bis ihr dann den Business Angel findet, der sich total für eure Idee und für euer Geschäftskonzept und für euch als Team begeistert. Und es sollte natürlich ein spannender Markt sein. Also es ist immer gut, wenn ihr Märkte auswählt, die irgendwie groß sind und wachsen. Also es ist besser, wenn ihr eine Idee habt, die jetzt mit Cloud Computing zu tun hat oder mit Smartphones oder mit Facebook. Das wird sicherlich mehr Erfolg haben, als wenn ihr eine Idee vorschlagt aus dem Markt für Metallverarbeitung und Stahlgewinnung. Jetzt haben wir gelernt, man muss sich also selbst und seine Idee oder beziehungsweise vor allem die Idee verkaufen können. Eine Angst, die immer wieder bei Gründern natürlich ganz an oberster Stelle steht, ist die, ja, wenn ich meine Idee den Investoren vorstelle, dann denken sie doch, ach nett, danke für diese tolle Idee, mache ich doch mal lieber selbst mit meinem eigenen Team etc. Berechtigte Angst, unberechtigte Angst und wie gehe ich mit dieser Angst, mit diesem machtverschobenen Machtverhältnis um? So. Also da bin ich hier tatsächlich direkt getroffen, denn mein eigentliches Geschäft ist ein Inkubator, das heißt, ich gründe selber Unternehmen und baue die dann auch mit VC-Geld auf. Insofern ist jeder, der zu mir kommt, eigentlich in der extrem hohen Gefahr, dass ich seine Idee klaue und selber mache. Deswegen sage ich jedem als allererstes, ich will keine Ideen hören, ich will keine Businesspläne, also ich gründe selber und ich investiere nur in die Sachen, die mir jemand vorstellt, der auch wirklich unbedingt mit mir zusammenarbeiten will und schicke die Leute meistens immer zu anderen Business Angels oder zu anderen Geldgebern. Denn ich finde es tatsächlich sehr zweifelhaft, wenn man auf der einen Seite eben als Investor arbeitet und auf der anderen Seite als Inkubator arbeitet und dann Ideen in Anführungszeichen sich eben klaut von Business Teams. Da müsst ihr sehr darauf achten, ja, dass das wirklich sauber getrennt wird. Es ist euer eigenes Risiko, wenn ihr dann so jemand wie mit mir mit einem Inkubator redet. Ich würde es eher nicht empfehlen. Ich würde immer zu reinen Business Angels gehen, die wirklich ganz klar sagen, unser Business ist investieren und nicht selber kopieren. Und die sind dann auch auf der sicheren Seite, weil die würden ihren Ruf tatsächlich ruinieren, wenn die als Business Angels oder als VC
eure Idee dann plötzlich so genial finden, dass sie sie klauen und selber gründen. Ja? Also geht immer zu Angels, zu reinen Angels oder zu reinen VCs oder zu öffentlichen Programmen und haltet sehr vorsichtig Abstand von Leuten, die selber Inkubatoren sind, oder fragt zumindest vorher klar. Und wenn ihr dann wirklich mit einem Inkubator redet, dann lasst euch unterschreiben, dass der sozusagen eure Idee nicht ohne euch zu finanzieren, also ohne euch realisiert. Das ist eine ganz wichtige Zusammenfassung gerade gewesen. Also wir haben gehört, vor dem Risiko, dass die Idee geklaut wird, gibt es anscheinend gar keinen Schutz. Also wenn man jetzt mal von irgendwelchen Rechte-Geschichten etc. absieht. Wenn ihr aber an dieses kostbare Wissen ran wollt, um eure Idee auch tatsächlich weiterzuentwickeln, dann kommt ihr nicht an diesem Schritt vorbei, darüber zu reden mit möglichst vielen Menschen und eben halt diese ganze Szene überhaupt erst kennenzulernen. Denn wie ihr vom Beitrag von Ron gehört habt, sind da so viele Details, so viele Fakten werden da in kurzer Zeit um sich geschmissen. Man muss diese Szene kennenlernen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie tatsächlich tickt. Also diese Arbeit kann auch niemand abnehmen. Vielleicht mal dazu im Unterschied wäre es ganz interessant zu hören, wie funktioniert da dieser Crowdfunding-Ansatz? Welche Probleme löst er eventuell, die hier auf der Business-Angel-Seite aufgerissen werden? Wo gibt es andererseits dann wiederum Probleme oder Vorteile etc.? Naja, zumindest schafft Crowdfunding mal einen weiteren Weg, an Kapital ranzukommen. Wenn man an Business Angels scheitert und wenn man durch irgendwelche Vorfilter nicht durchkommt, so wie es mir auch damals vor 2 Jahren bei Ron ging. Der Reihenfolge nach. Also NDA ist, glaube ich, Quatsch. Damit sollte man seine Zeit nicht verschwenden. Das heißt immer, es hat noch niemand ein Verfahren aufgrund eines NDAs gewonnen, also da die Zeit nicht reinstecken, lieber sich die Person anschauen, wer sind die Personen, passt der Angel zu mir und so weiter. Auch wenn man Crowdfunding angeht, die ersten Schritte kann man ja vielleicht bootstrappen oder man hat schon mal einen Angel drin, also das befürworten wir. Das kann aber auch der erste Schritt komplett mit Seedmatch sein. Man sollte, wenn man auf eine Plattform geht oder überhaupt, wenn man sich einen Business Angel wendet oder man meint, sich an einen Business Angel zu wenden und man kommt in Wirklichkeit bei einem Inkubator raus, ohne dass man es weiß. Man sollte die Idee ausgereift haben, man sollte schon ein Team aufgebaut haben, man sollte eine coole Strategie entwickelt haben, wie man in den Markt reinkommt, und das alles gibt ganz viel Power, was jemand gar nicht eben mal wegnehmen kann, weil man gewisse Vorarbeit geleistet hat, die man auch auf keinem Papier der Welt niederschreiben kann, weil die Ideen im Kopf einfach und die Vorbereitung im Kopf einfach immer viel, viel komplexer sind. Wenn man mal annimmt, man hat es generell geschafft, einen Business Angel von seiner Idee zu überzeugen und man kommt jetzt in die heiße Phase, wo die Prozente und eben die Beteiligung ausgehandelt wird. Da gibt es natürlich auch erhebliche Interessenkonflikte, weil natürlich jede Seite den bestmöglichen Deal für sich bekommen möchte. Und Business Angels neigen in diesem Prozess natürlich sehr oft dazu zu sagen, ja, ich will so und so viel Prozent zu dieser Bewertung, und darüber hinaus bekommst du ja noch ganz viel Know-how und ganz viel Netzwerk von mir mit dazu geboten. Es ist etwas, was sich schwer festhalten lässt. Da würde ich mal am liebsten mit dem Alexander starten wollen, wie er mit diesem Konflikt persönlich umgegangen ist und welche Tipps er da auch an andere Gründer hat. Also wir hatten auch ein ziemlich unkonventionelles Vorgehen bei der ganzen Angelegenheit. Normalerweise ist es so, als Gründer, wenn man auch jung ist, gerade aus der Uni rauskommt, hat man noch keine Ahnung von diesen ganzen Geschichten. Und da ist man quasi eigentlich den Investoren hilflos ausgeliefert oder auch den Business Angels, weil die erzählen dann einem die schöne Welt von deren Leistungsfähigkeit und von deren Erfahrung und man schaut zu denen herauf und dann sagen sie einem, ich hätte gerne so 25-30% zu einer Bewertung von 100.000 Euro. Und da denkt man, wow, 100.000 Euro, meine Güte. Aber wenn man sich dann umhört, und das ist das, was ich allen empfehlen möchte, man sollte einfach mit Leuten, die schon 3, 2, 5 Jahre im Markt sind, sprechen, was deren Erfahrung ist, weil die haben diese Deals hinter sich, die haben sich sozusagen darauf eingelassen und empfehlen dann, das, was ich jetzt empfehlen werde, setzt die Bewertung so hoch an wie möglich. Jede Idee, zum Beispiel jetzt im Silicon Valley, sagt man, nur wenn man auf dem Blatt Papier eine Idee hat, ist schon 1 Million Dollar wert. Ja, das wird dort so auch bezahlt, ohne Probleme. In Deutschland ist es
eine Idee auf Papier ist 100.000 Euro. Das ist mein Erfahrungsschatz. Aber ich sehe es eher drüber. Wir haben auch ich denke mal, wenn ich mir jetzt mich nicht irre, zu über 1 Million Geld eingeworben. Und das ist das andere, was ihr minimieren müsst, ist die Anteile, die ihr weggibt. Gibt so wenig wie möglich ab, unter 5%. Lasst euch nicht auf 10%, 20%, 30% ein. Das ist auf jeden Fall die Empfehlung. Und was das Netzwerk angeht, was ein Investor verspricht, okay, üblicherweise haben Investoren richtig viel zu tun und die beschäftigen sich nicht nur mit einem Unternehmen, wo sie finanziert haben, sondern mit richtig vielen in der Regel. Sie haben ein Portfolio. Und da ist es ein Trugschluss zu denken, okay, jetzt kümmert er sich um mich wie mein Papa oder meine Mama. Das ist nicht der Fall. Man muss die Leute anhauchen, man muss sie fragen, man muss denen hinterherrennen, man muss sagen, kannst du mich mit dem bekannt machen, wen kennst du da? Also da muss man richtig viel aktiv tun, um das Netzwerk anzusprechen. Aber ich würde das Netzwerk, es ist schwer zu bewerten, weil manchmal ist der Kontakt des Investors richtig hilfreich und der bringt euer Unternehmen richtig viel weiter. Aber oftmals leider ist es nur nice to have.